Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Verlängerung, Leute. Jedem Team der Premier League wird es nun erlaubt sein, Fans vor dem Ende der Saison in ihr Stadion zu lassen, nachdem eine ganze Runde von Spielen verlegt wurde. Wie krass ist das denn? Das ist eine richtig geile Sensation. Den Spielern und den Fans wird es richtig gegönnt, dann unter heißen Spielen mit wütenden und lobenden, tobenden Fans zu spielen. Die Premier League Chefs bestätigten heute, dass die für Samstag den 15. und Sonntag den 16. Mai angesetzte Spielwoche 37 ein paar Tage später stattfinden wird. Die Runde wird nun am Dienstag den 18. und Mittwoch den 19. Mai gespielt, einen Tag nachdem die letzten Corona-Sperrungen allgemein aufgehoben wurden. Ab Montag, den 17. Mai, können Sportmannschaften bis zu 10.000 Fans oder 25% der Stadionkapazität empfangen werden. Das bedeutete, dass Mannschaften, die am letzten Spieltag der Saison am Sonntag, den 23. Mai, zu Hause spielen, möglicherweise einen unfairen Vorteil gehabt hätten. Doch die Premier League hat heute den vorletzten Spieltag verlegt. Das bedeutet, dass die 10 Auswärtsmannschaften am letzten Spieltag nun ein Heimspiel in der Wochenmitte mit Fans haben werden, Leute. Wie geil ist das denn? Das ist eine extra Gönnung von der Premier League und finde ich einfach sehr, sehr schön, dass denen das so das einfach ermöglicht wird. So können auch weiter Umsätze gemacht werden. Die Verschuldung, da kann so ein bisschen gegengearbeitet werden, obwohl das nicht ansatzweise dafür reichen würde. Aber ich denke, dieser Aspekt, dass einfach wieder Fans dabei sein können, ist einfach das Schöne, was auch die Spieler motiviert. Denn außerdem ist geplant, dass bei den letzten Spieltagen bis zu 500 Auswärtsfans zugelassen werden. Zu den Spielen, die am 19. und 18. Mai stattfinden, gehört Chelsea gegen Leicester, eine Wiederholung des FA Cup Finales ein paar Tage zuvor. Arsenal reist am 37. Spieltag zu Crystal Palace, während Manchester United Fulham empfängt und Man City gegen Brighton zu Gast ist. Auch am Wochenende des 15. und 16. Mai finden noch Spiele in der Premier League statt, nachdem einige Parteien des Spieltages 36 verlegt wurden. Das sind sehr, sehr schöne Neuigkeiten. Ich meine, allgemein geht man davon aus, dass Manchester City höchstwahrscheinlich den Titel weiter beibehalten wird. Aber Man U nächstes Jahr wieder in der Champions League. Die spielen auch eine hervorragende Saison und können eventuell noch weiter aufschließen zum ersten Platz. Für Tottenham und Liverpool wird es nochmal heiß, ob die irgendwie Champions League oder Europa League Plätze bekommen könnten. Aber eure Meinung zu dem Thema würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Sehr, sehr heiße Saison, nice Neuigkeiten. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.